Rahmen eines Festes der Kinder- und Jugendliteratur wurden im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt der österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreise vergeben. 63 Bücher aus 26 Verlagen waren eingereicht worden. Die von einer unabhängigen Fachjury nominierten Gewinnerinnen sind Julie Volk, Luna Al-Musli, Elisabeth Steinkellner und Michaela Weiß und Julie Rabinowitsch. Die vier Preise sind mit je 6.000 Euro dotiert. Die Verleihung fand zum vierten Mal in Burgenland statt. Sie haben schon einmal Hauptpreis gewonnen, heute sind Sie auf die Ehrenliste. Was bedeutet das für Sie? Ich freue mich einfach drüber. Es bedeutet Anerkennung, Freude, ich freue mich sehr. Sie haben mehr als 50 Bücher schon geschrieben. Kommen noch immer Ideen leicht? Nein. Im Moment kommen nicht mehr so viele Ideen wie am Anfang. Im Moment beschäftige ich mich auch mehr mit anderen Dingen. Ich bin Lehrerin und bin im Moment schulisch wahnsinnig eingesetzt. Und es kommt wahrscheinlich die Zeit wieder, wo mir wieder mehr einfällt. Aber im Moment habe ich das Gefühl, ich habe das meiste von dem geschrieben, was ich schreiben wollte. Und wie lange dauert es so, bis einmal ein Buch geschrieben ist? Das kommt drauf an, aber meine Bücher sind alle sehr kurz. Und deswegen spielt sich das eher in ein paar Wochen ab, als jetzt in Jahren.